Hallo zusammen, bevor wir mit dem Review beginnen, möchte ich noch ein Dankeschön ausrichten an Mystic, der mir hier die T2 für einen der gegiftet hat und möchte, dass ich sie review. Nun beginnen wir mit dem Review. Hallo, hier ist wiederum mit einem neuen Review über die T2. Diese Waffe ist erst kürzlich mit dem Patch der neuen Map Ulric rausgekommen. Sie ist für 25.000 X permanent erhältlich. Wie ihr seht, kann man daran alle Modifications dran schrauben, die man nach Belieben wählen kann. Ich habe hier ein Extended Magazine gewählt, da man damit besser Accolades bekommen kann. Das ITEC Scope dient lediglich zum Tab-Feuern auf weitere Entfernung. Man kann damit zum Beispiel auf Medium Range locker Headshots machen. Diese Waffe hat einen 36 Point Damage, einen 88 Point Portability, einen 90 Point Fire Rate, einen 76 Point Accuracy und einen 64 Point Recoil. Was verwundernd ist, wenn man diese Waffe mit der P90 TR vergleicht, hat diese im Damage 1 Point mehr, in der Portability ganze 15 Points mehr und in der Fire Rate sogar 8 Punkte mehr. Die Accuracy macht 9 Punkte mehr und der Recoil ist 8 Punkte weniger, was bedeutet, dass der Recoil niedriger ist. Ich kann euch mal den Recoil demonstrieren. Dieser geht anfangs immer links, rechts, wird dann gegen Ende ganz stark nach rechts. Wie ihr seht, ist diese Fire Rate sehr schlecht auf die, wirkt sich schlecht auf die Munition aus, was heißt, dass man sozusagen eine zweite Waffe bräuchte. Da man diese Waffe mit der P90 TR gut vergleichen kann, zeigt sie aber trotzdem, dass diese Waffe ziemlich overpowered ist. Was mich verwundert, dass Nexon solche overpowered Waffen bringt. Das Gute allerdings an dieser Waffe ist, dass sie in Close Quarter Combats den Gegner sehr schnell down macht. Wie ihr seht, kann man damit perfekt Accolades bekommen. Meiner Meinung nach kann man diese Waffe zweideutig sehen. Sie ist einerseits sehr gut in Close Quarter Combats, schlecht wiederum, aber auf Long Ranges. Genauso ist ein großer Nachteil, dass man so eine hohe Fire Rate hat. Ich würde dieser Waffe 8 von 10 Punkte geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nun habe ich noch ein paar Accolades für euch vorbereitet, die ihr gleich im Anschluss sehen werdet.